Heute wird Dampflok gefahren und zwar geht's los von Oberwiesenthal bis nach Neudorf. Da gehen wir ins Suppenmuseum und zu Huss und danach nach Kranzahl und zurück nach Oberwiesenthal. Amy und ich sitzen hier im Zug drin. Und Michel ist noch draußen am Filmen. Jetzt ist er gerade weggelaufen. Da sieht er die Kamera. Wir waren gerade auch schon draußen und haben im Aussichtswagen gesessen, von dem man natürlich einen super Blick hat auf alles. Aber es sind 9 Grad und es ist wirklich, wirklich nicht warm. Die Sonne ist so halb da, aber es war einfach zu kalt. Ich habe schon was um die Ohren, bin sowieso ein bisschen erkältet. Und bevor Michel dann auch noch krank wird, haben wir gedacht, gehen wir in den Wagen rein. Von hier können wir nämlich auch tolle Filme und Fotos machen. Hier in Neudorf vorm Suppenmuseum und zeigen euch ein paar Aufnahmen aus dem letzten Jahr. Wir waren da nämlich schon mal drin. Nicht nur einmal. Echt? Nee, du warst auch schon zweimal drin. Zweimal. Zweimal waren wir da schon drin. Achso, ich habe nur einmal verstanden. Nee, vorletztes Jahr und letztes Jahr waren wir beide Male hier.
jeden Fall. Im Suppenmuseum gibt es auf dem Speicher einen Trödel. Da haben wir jetzt schon zugeschlagen. Alles Mögliche können wir euch nachher mal zeigen, was wir gekauft haben. Das Ding ist, dann feilscht man dann hier unten oder gibt den Betrag, den man, den man dafür geben möchte. Für den Artikel, das geht dann im Verein. Das ist eine gute Sache, deswegen kaufen wir da eigentlich immer gerne ein. Jetzt trinkt man noch einen Kaffee, einen Cappuccino. Gibt auch wieder Milchschäumchen für Amy. Möchtest du ein bisschen? Ja. Schöne Tasse. Ja, die Tasse gefällt dir. Die ist auch so oldschool. Da ist der Kartzelautomat. Ja, der ist der Kartzelautomat. Da siehst du auch, welches es gibt. Weihrauch, Fichte. Was ist das? Zahnmühle? Nee, was ist das? Alte Zigarettenautomaten, da gibt es jetzt Räucherkerzen. Sandel, ja, alles so. Schoko, nee. Schoko nicht. Schokolade. Hier sind wir bei Huss in Neudorf. Die machen auch Räucherkerzen, Zubehör etc. Und die haben in der Herbstzeit immer total schön dekoriert. Wahrscheinlich auch zu anderen Jahreszeiten, aber wir waren bis jetzt immer nur im Herbst hier. Da ist der Karzel, quasi das Symbol und Maskottchen von uns. Wir gehen nochmal zu dem Busauto. Da ist der Karzel nämlich auch hinten. Was ist das für dich? Eierlikör klingt gut. Hallo! Hallo! Schwammler!
jetzt aber der Mann steht. Das gute Ding.
kommt die Kurve, wo man die Zugspitze so genial sieht. Und, ihr zwei? Ja, ist ein bisschen kühl, ich habe meine Jacke noch drin. Amy macht das Spaß. Aber es geht, also hier ist kein Wind. Amy macht Spaß. Amy. Gut, Papa, hast du Spaß? Ja, sind nicht ganz so geheuer. Ne? Fahren und dann in einem offenen Fahrzeug. Oh. Geht so, ne? Aber ich finde es cool, vor allem weil du auch in den letzten Wagen hier bist und hast dann freie Wagen nach zurück. Und wenn du dich nach vorne beugst, kannst du vorne den Zug, also die Loks sehen, wenn wir, genau, je nachdem in welchem. Aber im Moment geht es schwierig, weil wir uns unfassbar viele Wagen dran haben. Wie viele Wagen sind dran? Acht. Acht Wagen. Ja gut, die sind voll, ne? Ja. Das sind halt Ferien, muss man dazu sagen. Guck mal, dann stehen da die Leute, fotografieren, filmen. Man muss aber auch dazu sagen, der letzte Wagen, weil der so viele Sonderwagen hat, weil Herbstferien sind in Sachsen, sind am letzten Wagen, der steht immer im Schotter, der steht nie am Bahngleis und deshalb steigen wahrscheinlich da so wenig Leute ein. Das heißt, wenn wir gleich aussteigen, dann steigen wir auch am Schotter aus, außerhalb des Bahngleises, ja, da wo Betreten verboten ist. Wahrscheinlich. Aber wir müssen ja raus, also. Ja. Das ist schon angenehm, ne? Also Tipp für alle, die wirklich auch während der Ferienzeit oder während sehr viel los ist mit der Dampflok fahren, ihr könnt dann am besten wirklich in den letzten Wagen rein, der dann am Schotter steht, da ist es dann auch ruhiger, weil die anderen sind proppenvoll. Oh ja. Wir sind wieder in der Schachtelbude zum Abendessen. Michel hat sich eine Vorspeise gegönnt. Lecker Würzfleisch. Zitrone. Die spritzt gerade in alle Richtungen. Ein leckeres Bier. Oberwiesenthaler. Lecker. Unser Essen ist da und es hat jetzt heute für mich den Erzgebirger und für den Michel auch. Guten Appetit, Michel. Danke, dir auch. So sieht jemand aus, der satt ist. Würzfleisch und Burger war ein bisschen zu viel. Oh, zu viel davor. Coleslaw ist übrig. Pommes sind übrig, sogar noch mehr als von mir. Coleslaw ist leer, Burger ist auch leer. Pommes sind übrig. Ich hatte keine Vorspeise, aber ich bin trotzdem satt. Das sind Blümchen, das sind echte, sagte Michel. Ich habe nichts gerochen, aber ich bin ja auch ein bisschen erkältet, vielleicht deshalb. Jetzt muss ich rülpsen. Moment. Ich sag gerade noch, wann der Zeit. Ich esse eine Fritte auf euch. Oh. Esse wenigstens so als... Nee, kommt jetzt aber irgendwie gar nicht so motiviert. Essen ist der Hammer hier, ja. Würzfleisch war aber zu mächtig. Es war zu viel als Vorspeise. Ich habe ja zwei Würzfleisch heute. Ja, stimmt. Wir haben heute Nachmittag nämlich auch schon. Ich hatte die Suppe gegessen und Michel hat schon mal ein Würzfleisch reingezogen. Also sich ein Würzfleisch reingezogen. Schöne Grüße. Juhu.